Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du in Canva Blobs, also solche Designelemente, generierst und einfügst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du ja siehst, befinde ich mich auf der Arbeitsoberfläche von Canva. Was du hier genau alles finden kannst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Blobs eigentlich sind und wozu sie dienen. Wie wir hier schon sehen, habe ich in der Vorbereitung ein paar Blobs eingefügt. Blobs sind nichts anderes als Formen, welche einen unförmigen Kreis bzw. andere Objekte darstellen. Sie dienen dazu, dass man im Hintergrund bzw. auch im Vordergrund verschiedene Stilelemente mit einbaut. Das heißt, im Hintergrund wie hier zu sehen oder auch im Vordergrund, sodass man hier einen Text reinschreiben kann. Das heißt, sie werten das Design etwas auf und machen das Ganze etwas spielerischer. Gut, wie fügst du diese nun ein? Um dies zu tun, benötigst du eine App und deshalb gehst du hier links auf den Reiter Apps. Hier oben gibst du nun in der Suche Blob ein. Nun wird dir hier diese App mit diesem lila Blob vorgeschlagen und du klickst darauf und hier unten links auf Öffnen. Nun installierst du diese App in deinen Canva-Account und diese ist ebenfalls hier zu finden. Nun öffnet sich folgende Oberfläche und du kannst zwei Sachen machen. Entweder einen neuen Blob generieren, das heißt, es wird immer ein unterschiedlicher Blob generiert, oder wenn dir dieser Blob gefällt, diesen zum Design hinzufügen. Fügst du diesen zum Design dazu, so kannst du diesen größer oder kleiner skalieren, er wird die Qualität nicht verlieren. Ebenfalls kannst du hier oben in dieser Menüleiste nun die Farbe dieses Blobs bestimmen. Möchtest du den Blob wieder löschen, so markierst du ihn und gehst entweder hier oben auf Löschen oder drückst auf der Tastatur Entfernen. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Canva-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Einsteigerkurs-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.